Wenn es darum geht, höchste Zugkraft für große Arbeitsbreiten bereitzustellen und gleichzeitig bodenschonend zu arbeiten, dann spielen die Quadtrac-Traktoren von Case IH ganz vorne mit. Seit 1997 ist der Hersteller mit diesen Fahrzeugen in Europa am Markt. Jetzt stellen die Amerikaner eine neue Generation ihrer Raupenknicklenker vor. Auf einem Ackerbaubetrieb in Oberösterreich sind wir mit dem Topmodell, dem Quadtrac 620, auf Hektarjagd gegangen. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch einen Blick auf die technischen Neuerungen geworfen. Die neue Baureihe umfasst insgesamt 5 Modelle im Nennleistungsbereich von 457 bis 628 PS. Die 3 stärkeren Typen erfüllen bereits jetzt die Abgasstufe Tier 4 Final. Dabei setzen die Konstrukteure auf eine SCR-Only-Lösung. Was dahinter steckt, erklärt Produktmarketingmanager Norbert Zehne. Wir haben das SCR-Konzept erweitert, haben da auch einen neuen Namen dafür. Wir nennen es High Efficient SCR. Das Besondere ist das, dass wir hier eine reine SCR-Only-Lösung gefunden haben und damit die Stufe 4 erreichen werden. Funktionieren tut das Ganze technisch so, dass zum optimierten SCR-Katalysator jetzt noch ein Diesel-Oxidationsfilter vorgeschaltet wird und wir damit natürlich die Grenzen einhalten können. Der Wirkungsgrad des SCR-Katalysators wird jetzt von 85% auf 95% gesteigert, sodass wir die NOx-Werte, die ab 2014 von uns verlangt werden, einzuhalten, damit auch erreichen. Die Technik zur Abgasnachbehandlung wurde in den Auspuff integriert. Der sitzt links vor der Kabine, sodass er das Sichtfeld des Fahrers nicht einschränkt. Im Quadtrac 620 arbeitet ein 6-Zylinder-Cursor-Motor von FPT. Aus 12,9 Litern Hubraum schöpft er eine Nennleistung von 628 PS. Die maximale Motorleistung liegt bei 692 PS. Das höchste Drehmoment bei knapp 3000 Newtonmetern. Mit 2 Ladeluftkühlern konnte Case IH den thermischen Wirkungsgrad im Motor verbessern. Trotz der großen Fahrzeugabmessungen sind die Wartungspunkte gut erreichbar. Für lange Arbeitstage hat der Quadtrac 1900 Liter Diesel und 320 Liter AdBlue an Bord. Das Markenzeichen des Quadtrac sind seine 4 Raupenlaufwerke. Damit setzt er die enorme Motorleistung bodenschonend in Zugkraft um. Das Leergewicht von 25 Tonnen verteilt sich auf eine Aufstandsfläche von 5,6 Quadratmetern. 60% vorne, 40% hinten. Zusätzlicher Ballast ist nicht erforderlich. Das voll synchronisierte Full-Power-Shift-Getriebe bietet 16 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge. Das automatische Produktivitätsmanagement APM wählt automatisch die beste Kombination aus Gang- und Motordrehzahl. Der Fahrer muss nur die gewünschte Geschwindigkeit vorgeben. Dank der Knicklenkung kann der Quadtrac im Gegensatz zu herkömmlichen Raupentraktoren bodenschonend lenken und wenden. In der Mitte verdreht sich das Fahrzeug um bis zu 13 Grad zu beiden Seiten. Die einzelnen Raupenlaufwerke sind um 10 Grad nach oben und unten schwenkbar. Das reduziert Bodenverdichtungen und stellt in jeder Einsatzsituation einen großflächigen Bodenkontakt sicher. Mit 710 mm breiten Bändern hat der Quadtrac eine Außenbreite von 2,99 Meter. Damit darf er auch auf öffentlichen Straßen fahren. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 37 km/h. Im Heck ist serienmäßig ein starkes Zugpendel montiert. Auf Wunsch gibt es auch einen Heckkraftheber mit bis zu 9 Tonnen Hubkraft und eine 1000er Heckzapfwelle. Bei unserem Einsatz haben wir mit dem ab Werk erhältlichen automatischen Spurführungssystem gearbeitet. Es steigert die Flächenleistung, senkt die Betriebskosten und entlastet den Fahrer.
Der Arbeitsplatz ist komfortabler geworden. Die neue Kabinenfederung dämpft Stöße in und quer zur Fahrtrichtung und verbessert so wirkungsvoll den Fahrkomfort. In der rechten Armlehne findet man den Multicontroller der neuesten Generation. Das Bedienkonzept wurde von den kleineren Traktorbaureihen übernommen. Zudem gibt es jetzt neue Weitwinkelspiegel mit elektrischer Verstellung und einen belüfteten Fahrersitz, der sich um 40 Grad drehen lässt. Weiterhin bietet Case IH seine Knicklenker auch in der Steigerausführung mit Rädern an. Die Technik ist gleich wie beim Quad-Truck. Die genauen Preise für die neuen Traktoren stehen noch nicht fest. Für das bisherige Topmodell Quad-Truck 600 musste man mindestens 551.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer investieren. Dass der Nachfolger nicht günstiger wird, erklärt sich eigentlich von selbst. Weitere Informationen zu den neuen Quad-Truck-Traktoren von Case IH finden Sie online auf www.landwirt.com. und in der Ausgabe 17/2013 des Fortschrittlichen Landwirts.